Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, hier mit Daisy auf dem Gebirgsfahrt. Und Mann, bin ich froh, dass es der Gebirgsfahrt geworden ist, denn die anderen Strecken in der Auswahl waren die Rainbow Road von Mario Kart 8 und Big Blue. Yay, Runterfallmassaker gewünscht. Yay. Aber Gott sei Dank, diese wunderbare 3DS-Strecke, die ich sehr mag, weil sie ist cool. Yo. Und wir sind gerade ganz weit vorne. Da schnappe ich mir doch erstmal das Doppel-Item. Hallöchen, wo kommen wir denn da hin? So, ja, lass mich mal hier durch, bitte. Danke. Alter, was geht ab? Ja, ich habe sogar eine lustige Geschichte mitgebracht, die mir vor ein paar Stunden erst passiert ist. Aber wie immer, die kommt erst im nächsten Rennen. Also erstmal jetzt hier so ein bisschen bla bla bla. Und dann kommt die Themen. Ich habe gar nicht losgelassen, hä? Was soll die Kacke? Ich brauche Schutz! Hallo, ich brauche Schutz! Können Sie mir bitte helfen? Ich bin in Gefahr! Hallo! Danke! Dann nehmen wir mal ein neues Item. Bei meinem Glück ist es eine Münze und... Nö, eine Feuerblume. Ja, jetzt nicht direkt Schutz. Aber besser als gar nichts. Alter, wäre ich jetzt in seine Kuppelschell gerast. Oh Gott. Und nach vorne damit hier. Welch mit der Scheiße. Guckt sie doch keiner freiwillig an. So. Wir haben einen Stern. Den werde ich jetzt benutzen, um Hardcore abzukürzen. Oder auch nicht. Blöder Berg. Blöder Berg. Blödes Feuerbällchen. Blödes Feuerbällchen. Ja. Aber gut, davon lassen wir uns mal nicht beirren. Wir haben ja noch eine ganze Runde, um bei meinem... Pech kriegen wir keinen Kugelwilli, aber ein Goldpilz. Ich krieg nie Kugelwillis. Warum kriege ich eigentlich nie Kugelwillis? Kann mir das mal jemand bitte verklären? Danke, bin nett. So, seht ihr, ich bin 10. und krieg einen Pilz. Einen Pilz. So, die Kacke. So. Gib dann wenigstens das Doppel-Item her. Wow. Damit kürzen wir jetzt mal so ein bisschen hier ab, du. Show. Auf die 1 gemogelt. Oh, oh, oh. Ich hab Angst. Hilfe. So. 2. Das nenne ich mal solide Leistung. Plus 22, ja, leg mir am Arsch. Leg mir am Arsch. Perfekter Start. Nächstes Rennen. Weiter geht es auf dem Babypark. Ja, da lohnt es sich, glaube ich, gar nicht mit dem Thema anzufangen. Deswegen jetzt was Kürzeres. Ich warte gerade so auf mein Essen. Ich habe gerade eben Essen bestellt. Der müsste jetzt in ungefähr einer Dreiviertelstunde da sein. Ja. Fang mal an, Lakito. Ich möchte ein bisschen düsen. Brumm, brumm und so. Hallo, Lakito. Mach hinne. Los. Eben nicht. Dann warten wir noch. Ja. Ne? Und sonst so, wie geht's euch so? Alles gut bei euch? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. So. Danke dafür. Das hat jetzt aber gedauert. Das ist jetzt nicht so cool, aber ja. Augen zu und durch. Augen zu und durch. So. Schön nach vorne hier. Aber auf dem Babypark, das heißt doch noch nichts. Wir haben auch noch keine Münze. Das sollten wir bitte langsam mal ändern. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so kacke, wenn wir es ändern würden. Weil wenn wir jetzt gerammt werden oder so, oder getroffen, das wäre... Obwohl, gerammt gar nicht. Das ist ja gar nicht mehr Super Mario Kart. Das ist ja Mario Kart 8 Deluxe hier. Das Let's Play ist jetzt übrigens vorbei. Also heute um 19 Uhr startet dann das Nachfolgeprojekt Bird Story. Ein kleines, knackiges, story-lastiges Kunst... Let's Play. Also manche Leute werden sagen, das ist Kunst. Ich würde einfach nur sagen, das ist einer der besten Stories, die ich je gesehen habe. Vor allem, weil es gibt keine Sprachausgabe, es gibt keinen Text, es gibt einfach nur Mimik und Gestik. Und damit schafft es das Spiel, sehr viele Fans für sich zu gewinnen. Wenn ihr es noch nicht kennt, gebt dem Let's Play auf jeden Fall mal eine Chance. Und ja, wenn ihr es kennt, dann könnt ihr euch freuen. So. Jetzt erstmal hier schön nach vorne. Im besten Fall. Ja, gut.
Okay, das wird, glaube ich, jetzt nichts mehr, außer... Nö, wird nichts mehr. Yeah. Okay. Ja, aber der Babypark, das ist eine gemeine Strecke. Das ist eine gemeine Strecke. Minus 7. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für überhaupt nichts. Ja, gut. Nächstes Rennen. Weiter geht's auf meiner Strecke Mario Kart Stadion. So würde ich sagen, wir fangen jetzt endlich mal mit dem ersten Thema an. Und zwar habe ich nur noch eine Woche Schule und dann sind Ferien. Yay! Das wird episch. Ich habe tatsächlich schon Pläne. Und zwar habe ich, ich werde jetzt noch nicht genaueres sagen, aber ich plane einen etwas längeren Stream, ein Event mit mehreren Spielen und vielleicht auch ein paar Gästen. Also ich habe da schon ein paar angefragt, die leider keine Zeit haben. Also ich habe einen angefragt und der hat keine Zeit. Aber dann werde ich nochmal ein paar andere anfragen und mal gucken. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall mehr. Also genaueres kommt irgendwann innerhalb der Woche. Da werde ich dann nochmal so ein richtig schönes Ankündigungsvideo machen. Und ja, ich hoffe, wir haben dann alle gemeinsam Spaß an diesem wunderbaren Event. Und das ist mein Item. Danke. Ja, das war auf jeden Fall das erste. Das nächste Thema wird dann sein, ich habe ja mal vom Pomade erzählt, dass ich mal Pomade probiert haben wollte. Und es nicht hielt. Also ich dachte damals, vielleicht liegt das ja in der Luftfeuchtigkeit, weil aktuell ist hohe Luftfeuchtigkeit. Ich probiere es irgendwann anderes nochmal aus. Dieser Tag ist heute gekommen und ja, man glaubt es kaum. Nichts hat sich verändert. Hält immer noch nicht. Ich habe einfach nicht die Haare dafür und kein neues Item. Ich sitze jetzt hier zwischen jedem Rennen, kämme ich meine Haare nochmal neu durch, weil das fällt immer wieder nach vorne. Das sieht scheiße aus. Alle Strähnen stehen in jede Richtung. Ich habe nicht zu viel, ich habe nicht zu wenig. Ist einfach nur Kacke. Hier dieser eine da. Wie heißt der Alex? Dieser Barbier da von YouTube und TikTok, glaube ich auch. Also ich habe keinen TikTok, ich sehe ihn nur immer wieder bei YouTube. Ich finde ihn ja ganz sympathisch und vertraue auf seine Fachmeinung, aber... Hagel ist Dreck und Haarwachs auch. Nimm Pomade. Pomade ist das einzig Richtige. Da muss ich widersprechen. Nein, ist es nicht. Pomade hält bei mir nicht. Also ich habe wirklich nicht die Haare von Pomade. Haarwachs hält einigermaßen bei mir. Ich bleibe einfach bei Haarwachs. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache für sich. Ne? Also wenn ihr mit Pomade zurechtkommt, freut es mich für euch. Aber wenn ihr so wie ich seid und... damit absolut nicht klarkommt. Und ich habe schon wieder Haare im Gesicht. Ja, geilen Kirchen. So. Lass mich mal nach vorne, bitte. So, vierter. Läuft. Nee, fünfter. Ist auch gut, ist auch gut. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Plus 12. Damit bin ich sehr zufrieden. Yeah. Nächstes Rennen. Weiter geht's auf der Sonnenuntergangswüste und ja, jetzt ist es endlich soweit, das Thema, über das ich eigentlich reden wollte. So, dafür muss ich ein bisschen ausholen. Ihr habt eventuell meinen meinen F-Zero-Part gesehen, den letzten, wo ich von dem großen Tag, ich werde Lehrer und so gesprochen habe. Ich hatte auf jeden Fall danach ja extreme, extreme Rückenschmerzen, die habe ich übrigens immer noch. Ich war auf jeden Fall Dienstag und Mittwoch nicht zur Schule. Donnerstag war ich los, weil wenn ich 3 Tage krank bin, dann muss ich zum Arzt und ich sag mal, so eine Spritze in den Rücken kriegen, habe ich jetzt keinen Bock drauf, also bin ich Donnerstag los. Ich habe donnerstags ja eigentlich kochen, das habe ich auf jeden Fall abgesagt. Habe ich dann ihr geschrieben, ja, ich komme nicht, ich habe Rücken. Und sie so, ja, okay, kein Problem, trage ich ein. So. Und dann bin ich auf jeden Fall heute am Freitag, ich nehme das wieder am Freitag auf, zu Hause geblieben. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser wird, sonst muss ich zum Arzt und spritze rein in den Rücken, beziehungsweise rein in die Wirbel. Es ist noch ein bisschen unangenehmer, ja, aber muss dann sein, weil eine Woche extreme Rückenschmerzen, nee. Gut. Außerdem möchte ich in der letzten Woche nicht fehlen. Sagt er jetzt und brach sich ins Bein am Mittwoch. Nein, ich hoffe, das klappt alles. Ja. Zeugnisse sind eh eingetragen, also ob ich nun da bin und nicht, wir machen eh keinen Unterricht. Das Einzige, was wir machen, ist, was wollen wir nicht am letzten Tag machen? Und wirklich jeder Lehrer überlegt nur noch, was er am letzten Tag machen will. Okay, jetzt habe ich ungefähr genug drumherum gelabert und kann endlich das Hauptthema erzählen. So, ich bin übrigens fett im Offroad. Das war auf jeden Fall ein Fehler. So, meine Mutter und mein Bruder sind auf jeden Fall vorhin zum Einkaufen gefahren. Ich habe den ganzen Vormittag im Bett gelegen. Ja.
Und dann wollte ich auf jeden Fall da die Dusche, die waren da gerade weg. Da klingelt's an der Tür und ich denke mir so, nee, du machst jetzt nicht auf, du bist nackt. So, und dann klingelt es ein zweites Mal und denke mir so, na, kann vielleicht meine Tante sein. Da strecke ich auf jeden Fall so meinen Kopf aus der Tür und, also nicht aus der Haustür, sondern aus der Badezimmertür und denke mir so, ja, guckst du mal nach. Okay, ist niemand mehr vor der Tür, ist wohl gegangen. Alles klar, Postbote wird's wohl in Briefkasten oder so packen. Ja, so ähnlich. Ich bin dann auf jeden Fall nochmal in mein Zimmer gegangen, um mir ein Handtuch zu holen. Und dann gucke ich gerade in diesem Moment Richtung Fenster und ich habe da so einen kleinen Spalt zwischen Fenster und Rollo, wo ich durchgucken kann. Natürlich verdrifte ich mich so extremst nochmal. Yay. Auf jeden Fall erzähle ich gleich weiter, was ich da gesehen habe. Minus 7. Wir sind auf jeden Fall nochmal fett im Plus. Das ist okay. Das ist okay. Kein Ding. Nächstes Rennen. Das zweite Mal Baby Park heute. Das heißt, es gibt auf jeden Fall nochmal ein Rennen extra. Ja, auf jeden Fall, um endlich auf den Punkt zu kommen, da gucke ich dann raus und sehe, da läuft ein Postbote längs. Ein Hermesbote. Nach mir so, scheiße, ich hatte auf jeden Fall Rollo oder Blisee oder was auch immer das im Badezimmer ist, oben, weil Juno da mal rausgucken möchte. Ja, und wenn man zu unserer Terrasse läuft, dann muss man an unserem Badezimmer vorbei, einmal um die Wohnung herum. Das heißt, dieser Postbote hat mich eventuell nackt gesehen. Ja gut, das war auf jeden Fall nicht so der schöne Gedanke, den ich da in diesem Moment hatte. Da dachte ich mir so, Krise. Das wäre blöd. Ja, das wollte ich euch eigentlich erzählen. Und jetzt hoffe ich, dass wir nochmal so ein bisschen Punkte machen hier auf dieser Strecke, obwohl ich Baby Park eigentlich nicht kann. So. Gut, ich muss mir jetzt übrigens gleich nochmal ein Thema fürs finale Rennen aus den Fingern saugen. Oh, Haar. Und Haare im Gesicht. Ja, Pomade wirklich. Naja. War ein Fehler. Fühlt sich auch noch scheiße an. Sieht aus, als hätte ich extrem fettige Haare. Die Pomade, die ich habe, die stinkt auch noch. Ja, also wirklich. Nee. Ich will meinen Wassermelon-Haarwachs. Das ist schön. Das schnuppert gut. Und bei meinem Glück fahre ich jetzt immer direkt gleich in so. Oder auch nicht. Ich hatte kurz Angst, dass ich gleich an jemanden mit einem Stern reinrase. Okay, das war blöd. Und 10. Ja, das stinkt mir. Das stinkt. Extrem. Blöd. Ja. Nächstes Rennen. Zum Finale jetzt nochmal auf den Cheep-Cheep-Strand. Und ja, ich habe mir jetzt nochmal so ein kleines Thema aus den Fingern gesogen. So, nach A Bird Story kommt ja auch ein weiteres PC-Let's Play. Ich dachte mir, oh, ich habe einen neuen PC, kann ich ja mal so ein bisschen PC-Let's Plays aufnehmen, weil klappt ja immerhin jetzt. Und zwar kommt dann mein absolutes Lieblingsspiel auf dem PC, die Sims 3. Ja, ich habe da mittlerweile bei Steam offiziell über 400 Spielstunden. Sind wahrscheinlich mehr, weil ich hatte ein paar Wochen lang kein Internet, als wir hier eingezogen sind. Und da habe ich dann den ganzen Tag die Sims gespielt, weil ich hatte Sommerferien. Nee, Herbstferien. Genau, ich hatte Herbstferien. Also würde ich mal sagen, ich habe so, ja, 500 Spielstunden, wenn nicht sogar 600. Ja, nett. Da hat mein Stuhl geknatscht. So, da ist, ich habe jetzt schon zwei Parts davon aufgenommen. Da ist nur so ein Problem. Ich wollte ja eigentlich meine Lieblings-Die Sims-Familie Let's Playen. Da gab es dann aber so ein paar Probleme, weil ich in der Erstellung was verkackt habe. Und so klappt das nicht, denn, ja, das ist eine besondere Familie, die mein Bruder und ich uns ausgedacht haben. Und, ja. Die haben besondere Namen. Ich möchte es jetzt nicht sagen, weil ich die irgendwann mal dennoch bringen möchte, aber jetzt nicht in dem Let's Play, was am Montag, glaube ich, startet. Und zwar, das ist eine Familie, die sehr viele Kinder hat, weil an Verhütung glauben die nicht, aber die kümmern sich auch nicht wirklich um ihre Kinder und geben denen dumme Namen. Es ist eine Geschichte aus unserer Fantasie. Natürlich haben die dumme Namen und deswegen habe ich eingestellt, mögen keine Kinder bei den Eltern. Ja, und jetzt möchten die keine Babys machen. Das ist blöd. Und so funktioniert das nicht an mir so gut. Dann eben nicht. Weil ich hatte jetzt keinen Bock, die nochmal nachzubauen. Weil die sehen auch sehr speziell aus. Und das heißt, ich hätte da so ein bisschen ein paar Stunden in der Erstellung verbringen müssen.
Gut, dann habe ich mir gedacht, gut, dann machst du mal so eine Random-Familie, nimmst mit denen schon mal zwei Parts auf. Und da ist das Problem, ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen gehetzt dabei. Also ich laber die ganze Zeit durchgehend und ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mal gucken, ich lade es auf jeden Fall hoch. Ich habe auch schon gesagt, wenn ihr wollt, kann ich auch mit einer anderen Familie spielen. Also kommt ganz auf euch an, ob ihr nun Familie Braun sehen wollt. Da habe ich mir einfach mal gedacht, ja, Braun. Fällt mir gerade so einer Name. Ja, so eine langweilige, normale Familie, wie es sie im echten Leben auch geben würde. Ja, also hängt alles von euch ab. Ich habe da schon eine Idee für eine zweite Familie, die ich auf jeden Fall einziehen lassen werde. Und dann gucken wir mal, mit welcher Familie wir hauptsächlich spielen werden. So, jetzt nochmal kurz vorm Ziel, so. Die beiden, die kaufe ich mir. Neunter! Yay, bisschen Schadensbegrenzung. So, minus eins nur. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Plus gemacht in dem Part. Auch ein bisschen Minus, aber letztendlich sind wir im Plus. Ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, euch hat der Part auch gefallen. Und ja, ich würde mal an der Stelle sagen, im nächsten Part gibt es wahrscheinlich einen Gast, denn das ist der 90. Part. Bis dahin, haut rein und ciao!